Hallo, liebe Leute, willkommen zurück bei einem neuen Part von Alan Wake 2. So, es geht weiter mit Saga und mir. Das regnet so sehr. Da ist sogar noch was. Klack, klack. Klack. Gut, die Schroti haben wir. Rüste sie mal aus. Und das Herz. Vor allem das. Müssen wir zur Hütte zurück. Wird wahrscheinlich nicht der letzte Gegner gewesen sein, der uns auf dem Weg begleiten wird. Casey, in dem Gebiet gibt es Kultisten. Sie sind besessen, wie Nightingale auch. Passen Sie da draußen auf sich auf. Danke für die Warnung. Ich suche noch immer einen Weg zurück. Ihr Orientierungssinn ist miserabel. Ich finde mich mit verbundenen Augen und betrunken in jeder Stadt in Amerika zurecht. Es sind diese verdammten Bäume. Okay, okay. Ich bin unterwegs nach Witch's Ladle. Ich muss ein Ritual ausführen, um den Übergang zu öffnen. Dieser Fall wird immer verrückter und aufregender. Das war der Baum, ne? Schutzraum. Relevanter Ort, ja. Ich würde immer gerne zum Witch's Hut zurückkehren, um zu speichern. Einfach just in case. Entweder falls mein PC schmilzt oder anderweitig getötet werde. Ich hätte nicht mehr viel Lebensenergie, aber ich habe ja noch was gefunden, ne? Steuerung drücken, ist so ungewohnt. Man sieht auch, wie viel man geheilt wird. Ich bin lieber auf der sicheren Seite und habe dafür nichts auf Tasche, aber bin bei voller Lebenskraft. Aber was die... Ach, ich drück die ganze Zeit Tab. Aber was die Gegner halt auch einem abziehen in dem Spiel, ne? Unnormal. Hier werde ich nämlich nicht geheilt. Das ist nur ein Schutzraum, um zu speichern. Mehr nicht. Jetzt lass mich mal gucken. Also, wir müssen wieder den Weg zurück und dann hier runter und dann blöd. Da ist der Tatort und dann relevanter Ort. Führe das Ritual aus, um den Übergang zu öffnen. Setze das Herz in das Hexenschild ein. Das Hexenschild, damit ist gemeint dieses Schild, was wir von der Hexe gelesen haben. Ne? Da war ja so ein Schild, wo ein Text drauf stand und... ja, da war eine Stelle, wo halt ein Herz reingehört, im Prinzip. Und da muss das Herz rein. Diese Paranoide muss die ganze Zeit auf die Map. Es tut mir leid. Ich habe ja keinen Bock, mich zu verlaufen jetzt. Jetzt müsste es dann eigentlich... Hier ist der Tatort. Eigentlich müsste es doch hier lang gehen, oder? Nee. Also in die Richtung. Da geht's ja wieder zum... Da geht's ja wieder zum Tatort. Ein paar Schritte zurück machen. Das ist eher so ein kleiner Seitenweg. Hier so lang. Eigentlich ist der Baum nicht zu übersehen, weil er so groß ist, aber dadurch, dass es jetzt schon etwas dunkler ist, ist es halt auch schwierig für mich auszumachen. Ich glaube, hier bin ich dezent falsch. Okay, einfach nochmal den Weg zurück und dann müsste er auf der rechten Seite zu sehen sein. Nee, die Hütte hier. Wie führt mich das hin? Okay. Ach, hier ist das Ding.
Da so. Übergang. Hexenschild. Ja, okay. Aber hier, der Weg ist versperrt. Aber wenn hier noch was Interessantes zu finden ist, dann gucken wir doch nochmal. Hier. Da hatte ich das schon gelesen. Okay. Aber das ist jetzt nicht das, warum ich hier bin. Warum will der denn, dass ich hier hinkomme? Ein Standort. Gibt es hier noch was Interessantes zu sehen? Ich glaube nicht. Hier, da bin ich einfach mal komplett falsch. Dann muss ich einfach nur mal hier den Weg hoch. Wahrscheinlich irgendwie durchs Wasser oder so. Genau. Ich bin auf dem richtigen Weg. Hat mich schon mit meiner Hintergrundbeleuchtung mal in die richtige Stimmung gebracht. Ja, aber hier komme ich, genau, hier komme ich nicht lang, aber der Weg ist definitiv der richtige. Ja, die Musik heißt eh nichts Gutes. Der Kult ist zugewachsen. Wow. Diggi. Oh. Ei, ei, ei. Ich presse F. Eine Leuchtpistole wäre halt geil. Aua. Bodenlos. Oh, nachladen, Kacke. Die Kämpfe gegen die Gegner sind echt schwieriger geworden. Da sieht er doch kaum was. Der Wald war nicht sicher. Oh shit. Unsichtbar. Laden ab, bevor er uns tötet. Urbane Legenden. Uff. Alter Schwede. Die Kämpfe in dem Spiel sind richtig fies geworden. Also ich erinnere mich noch im Vorgänger, die waren eher so, ja, Mittel zum Zweck. Ein paar waren schon ein bisschen... ein paar Kämpfe waren schon ein bisschen einfacher. Aber trotzdem... Ich fand die Kämpfe in Alan Wake nicht besonders schwer. Was ist nur mit den Farben kaputt in diesem Spiel? Das ist doch echt... Wow. Helligkeitskalibrierung. 4,2. Das ist ja dann noch krasser. HDR? Das was? Der Bildschirm muss HDR unterstützen. Ja, tut er ja. Keine Ahnung, warum die Farben in diesem Spiel so komisch sind. Hat er jetzt auf HDR umgeschaltet, oder was? Hallo. HDR, ja. Sieht eigentlich recht okay aus, aber irgendwie immer noch nicht ganz richtig. Ich weiß echt nicht, was mit diesem Spiel los ist. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, es ist noch nicht so ganz fertig. Also ja, fertig ist es schon, aber ihr wisst, was ich meine. Wird doch die Helligkeit wieder umgestellt. Was will er denn von mir? Nee, dass das alles so fast nachgeladen wird. Ich glaube, ich habe einfach zu wenig Grafikspeicher. Wahrscheinlich liegt es auch eher daran. Weil... meine Grafikkarte, die läuft schon ziemlich voll. Ach, guck mal hier, wie das hier so schliert jetzt, ne?
Dabei habe ich nur die Farbe umgestellt. Ich habe nichts umgestellt hier in den Grafikoptionen. Naja, jetzt auf einmal geht's. Nee, keine Ahnung, warum die Farben so komisch sind hier. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. So, hier ist das Ding. Ding als Herz. Rein damit. Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Jetzt geht's ab. Jetzt beginnt der eigentliche Spaß von Alan Wake 2. Casey, ich glaube, ich bin im Besiege Nightingale. Sind Sie noch immer unterwegs? Casey! Casey, do you read me? Scheiße. Okay, Saga im Alleingang. Ja, müssen uns allein den Bösen stellen. Den Bösi-Bös. Nightingale besiegen. Logan? Mama, Hilfe! Logan? Wo bist du? Ich habe halt nur eine klitzekleine Sache, die mir vielleicht das Genick brechen könnte. Und das ist nämlich, dass ich keine Batterie mehr habe. Du bildest dir das alles nur ein. Man kann die Gegner zwar mit dem Licht betäuben, das ja. Aber das Problem an der Geschichte ist halt einfach. So, ich laufe zurück, glaube ich. Das Problem in der Geschichte ist halt einfach, dass ich, wenn ich ihn anstrahlen muss, um ihn verwundbar zu machen, wird's ein bisschen tricky. Was? Where am I? Aus dem Baum kam ich doch. Ich will doch nichts. Bitte, hilf! Das wird immer verrückter. Moment mal. Laufe ich wieder zurück? Nein, alles okay. Ich muss weiter. Erholt sich alles. Wie in einem Albtraum. Eine weitere Manuskriptseite. Der Schriftsteller ging an den See, verbannte das Dunkel. Besessene lauerten. Besessene lauerten immer noch in den Wäldern. Der dunkle Ort wich zurück. Die Strömung zog diejenigen zurück, die die Dunkelheit in sich trugen, in den See. Nightingale war dort, einer von ihnen, das Dunkel. Jäger hatte ihn geholt. Die Hexe hatte sein Herz gestohlen. Sie versanken in den Wellen, der dunkle Ort. Sie wanderten in den Schatten, murmelt zu sich selbst. Es ist dunkel, ich bin verloren. Wo bin ich hier? Wer bin ich? Kann mich nicht erinnern, es ist kalt. Premium-Hütten zu vermieten in Bright Falls. Das gesagt. Können Sie mich hören? Ich brauche Hilfe, bitte. Hören Sie auf damit. Was habe ich getan? Sie müssen es ausgraben. Ihre Formen haben sich verändert. Echos der Träume des Schriftstellers kommen, gehen, die nächste Geschichte und die Geschichte danach. Der Schriftsteller schrieb weiter. Er schrieb wieder. Gruselig. Aber jetzt auch nicht so krass. What? Da blitzt es doch auf. Ja, mir fehlen jetzt die Batterien. Was mache ich jetzt?
Schriftsteller schrieb. Und wenn er mir einen Punch gibt, dann bin ich tot. Er ist hier. Nightingale. Da wieder das Kultsymbol. Er war dem Schriftsteller schon immer auf der Spur gewesen. Dem Schriftsteller, den er verachtete. Hemingway, Bukowski, Wake. Ich werde sie kriegen. Ich werde sie finden. Sie werden dafür bezahlen. Das ist eine Nummer zu groß für sie. Ich stieg in die Tunnel hinab aus der dunklen Stadt, in den Ozean der Finsternis. Nächster Halt, Caldera Street Station. Etwas, eine Präsenz rumpelte. Kein Zug, Schatten bewegten sich auf dem Bahnsteig. Der Kult des Schriftstellers wartete dort auf ihn, der Kult des Wortes. Ein Kultist lehnte sich nahe heran. Ich trage seine Worte jetzt in meine Brust. Sie dürfen den See nicht betreten, bis er dies erlaubt. Er würde gefasst werden, ermordet. Sie haben ihn erwischt. Sie haben ihn nicht erwischt. Wurde aus dem Haus wiedergeboren. War da, er war auferstanden. Sollten den Lichtschalter suchen. Auferstanden aus dem See, der nicht der See war. Weird. Aber naja. Ja, was mache ich denn jetzt im Kampf gegen Nightingale? Ich bin so ein bisschen verloren im Posten, glaube ich. Gefangen. Flucht. Gefangen. Who is that? Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Ist das Alan Wake? Guck mal, die Welten überlappen sich. Ah, das sieht visuell einfach so geil aus, wenn sich diese Welten so ein bisschen halt hier überschneiden. In diesem komischen Schattenwabern. Dieses Schattenwabern nenne ich es mal, das kennen wir auch noch aus dem ersten Teil. Das hat angekündigt, wenn Gegner kommen. Nightingales Marke. Aber die kann ich nicht mitnehmen. Ist wahrscheinlich nicht interessant. Okay, wir haben... Ah Gott, was mache ich? Wir haben... Heilung. Das war aber auch ein Moment braucht, um sich zu heilen. So, was auch noch, ups. Was auch noch wichtig ist, sind Batterien. Aber das sind keine Batterien, wie mir scheint. Ach, das ist Schrotflintmunition. Okay. Nehme ich auch. Die Nachladeanimation sieht auch sehr geil aus, wenn die Kugeln da rausnimmt und die noch so ein bisschen glühen. Sollte den Lichtschalter suchen. Zeigen Sie mir den Klicker. Der Klicker. Ich dachte, er mich von hinten irgendwie überrascht. Der Sack. Der Klicker. So langsam steigt die Spannung. Ja, und jetzt? Da stand irgendwas, aber ich kann es nicht lesen. Er ist so stark, dass er einen Baum einfach ausreißen kann. Ich kann ihn halt nicht besiegen ohne Licht. Was mach ich jetzt? Ich hab keine Chance gegen ihn. Wie gesagt, ich bin richtig hart auf verlorenen Posten, weil ich keine Batterien mehr habe. Aber hier gibt es auch keine. Oder doch? Ich brauche irgendwas. Komm schon. Ja, Batterien! Hey. Er ist schon verwundbar. Scheiße. Lauf! Was zum Teufel ist das? Ich muss hier weg.
Ein Anflug von Dunkelheit. Oh Gott! Ey, das... Alter! Oh Gott, ich bin gleich tot. Soll ich nicht weglaufen? Er ist immer noch verwundbar. Wie kann er sich denn zu mir teleportieren und mich schnappen? Keine Muni. Da steht wirklich Muni. Alter, das ist voll der räudige Kampf. Warum verfolgt er mich hier die ganze Zeit? Warte mal. Ich hab einen kurzen Moment Zeit. Ich habe keine Batterie, ich habe keine Heilung. Die Batterie ist jetzt auch nicht so von Belang, da ich bin ja schon... Oh Gott. Ich bin tot. Ey, dieser Kampf ist mit meinen... Oh, ist mit meinen Ressourcen richtig frech. Aber gut. Dieb, 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 dieb. Also nochmal von vorne. Ich kann die Sequenz nicht skippen. Dieses, dass er sich teleportieren kann, finde ich halt frech. Ziehst du auf die Dunkelrisse des Feindes, verursachst du vernichtenden Schaden. Ich muss weg. Aber das will ich noch mitnehmen. Nicht jetzt. Dieses plötzliche Auftauchen von ihm. Wie soll man denn darauf reagieren? Da! Auch dass er mich ständig grabbt. Ich glaube, die Schrumpflinte ist die beste Wahl gegen ihn. Das ist voll der Spießrutenlauf. Wo ist er? Da. Näher ran. Ist er jetzt tot? Ja. Gesetzes sieht der Achievement habe ich bekommen. Wer sind Sie? Was ist los? Wer sind Sie? Ich kann mich hören. Ich bin Saga Anderson, FBI. Ich kann sie hören. Cauldron Lake. Ja. Ich bin am Cauldron Lake. Wo sind Sie? Wir sollen entkommen. Ich bin in Gefahr. Das Dunkel. In Gefahr. Danke. Verstanden.
Sind Sie okay? Ah, nein! Ich bin schuld! Er entkam! Mit meinem Gesicht! Scratch! Sir, ganz ruhig. Atmen Sie tief durch. Er hat die Geschichte verändert. Das Dunkel. Wir müssen es aufhalten, bevor... Ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Wie heißen Sie? Ich heiße Alan Wake. Ich bin Autor. Ich war... Wake? Woher kommen Sie? Sie werden seit 13 Jahren vermisst. 13. Wo waren Sie? Das Funkgerät funktionierte plötzlich nicht mehr und dann verschwand die Überflutung einfach. Seltsamer Wald. Ist das der, für den ich ihn halte? Casey, das ist Alan Wake. Mr. Wake, Special Agent Alex Casey. Er wird Sie zu unserem Auto begleiten. Casey, wir treffen uns vor Ort, nachdem ich mich umgesehen habe. Wenn sich die Überflutung zurückgezogen hat, gibt es dort jetzt vielleicht neue Beweise. Okay. Bis dann. Alan Wake ist zurück. Wie? Bin ich noch immer im dunklen Ort? Nein, das kann nicht sein. Das Motion-Catching-Model von Alan Wake ist auch sehr gut getroffen, finde ich. Ja, der Privatdetektiv in Ihrem Buch heißt so wie ich. Gut. Dann untersuche den vorgefluteten Bereich. Kehre nach Bright Falls zurück. Dauert es eine Weile, Wake. Bereiten Sie sich vor, dann geht es los. Ich brauche noch eine Minute. Ich sollte mich umsehen. Da sehen wir uns um. Wenn die Überflutung zurückgezogen hat, könnte es weitere Hinweise geben. Die Überflutung verschwand ganz plötzlich wieder. Nein. Ich frage mich, ob der Übergang etwas damit zu tun hat. Oder Nightingale. Ich wollte gerade sagen, die Überflutung verschwand nicht einfach so. Das hat einen Grund wahrscheinlich. Ohne Licht ist es nicht sicher. Ich habe ein Licht und eine Waffe. Ganz ruhig, Wake. Und die Seiten. Wenn Sie irgendwo Seiten mit Text finden, müssen Sie sie sicher aufbewahren. Hier der Berg, wie geil der aussieht, ne? So mit dem Nebel und alles. Szenerie ist großartig schön. Wir halten die Augen danach offen. Fand ich schon im Vorgänger ziemlich geil, ne? So. Jetzt rein optisch natürlich nicht so gut, dass wie das jetzt hier, auch das Remaster, so. Ich hab mal ein bisschen reingespielt, aber ich sag mal, ja, wie gesagt, es zaubert grandiose, schöne Landschaftsbilder auf dem Bildschirm. Ja, die toten Rehe hier, die geben mir leider auch nichts. Auch hier kann man schön in der Szenerie einfach versinken. Hier ist jetzt nichts zu sehen. Jetzt auf einmal habe ich irgendwie gefühlt 60 bis 120 FPS und dann sinkt es dann irgendwann wieder runter auf 20. Dieses Spiel hat so beschissenes Performance-Balancing. Beziehungsweise gar keins. Können wir hier noch hin? Atmet sie denn so schwer, wenn sie irgendwo durch muss? Ah, guck mal hier. Eine Schließkassette. Ist das das Symbol des Kult des Baumes? Notizen und Munition. Das Werkzeug der Wahl. Der Kult sieht seine Opfer nicht als Menschen. Denk daran, sie sehen aus wie wir, aber sie sind das nicht. Sie sind Tiere. Und es ist unsere Aufgabe, sie zu jagen und auszuweiden. Okay. Eine Leuchtfackel. Gibt's natürlich hier auch wieder. Alles, was an Lichtquellen da ist, kann uns helfen. Ah, eine Gürtelerweiterung. Sehr geil. Somit können wir mehr tragen.
Eine Vorratskiste des Kultes haben wir gefunden. Wir können uns immer noch umsehen, okay. Ich habe gedacht, die Questline wäre schon erledigt, aber nein. Hier geht's ja schon wieder zurück in den Wald, ne? Hier war ja keine Überflutung, denke ich. Da ist der Baum. Ich gehe jetzt einfach hier in der Folge nochmal ein bisschen hier am Weg entlang. Ich gehe nochmal kurz hier runter. Hier, nee, okay. Ich habe gedacht, da könnte ich lang gehen. Nee, aber es war nur für die Kiste. Okay. Auch rein gar nichts. Ich könnte aber die Kiste noch hinzufügen bei der Falltafel. Nightingale verschwindet für 13 Jahre, taucht als Leiche auf und verwandelt sich in ein Monster. Ich stoppe Nightingale, dann taucht ein Schriftsteller auf, der ebenfalls 13 Jahre verschollen war. Gibt es eine Verbindung? Was ist das für ein Fall? Ich habe Nightingale getötet. Ich muss das tun. Er war ein Monster. Die Überflutung am Cauldron Lake hat sich anschließend zurückgezogen. Nichts davon ergibt Sinn. Wir haben Alan Wake, einen Schriftsteller, der seit 13 Jahren vermisst wurde, am Ufer gefunden. Hoffentlich kann er uns weiterhelfen. Wäre auf jeden Fall echt cool. Mal sehen. Kultistenverstecke. Cauldron Lake zählt auch dazu. So, hier ist noch was. Der Kult des Baumes. Hinweis der Kultisten daran erinnert, dass ihre Opfer wie Tiere sind. Psychologie, würde ich sagen. Zählt auch dazu, ja. Gilt anscheinend hier irgendwie ein Hinweis in der Mitte. Leuchtfackel. Schalte ein intensives Licht über lange Zeit aus. Kann in der Hand gehalten oder geworfen werden. Propantank. Wurfbarer Gasbehälter. Aber er explodiert bei Beschuss und fügt allem in der Nähe schweren Schaden zu. Werde ich wahrscheinlich für die Kämpfe noch gebrauchen können. Das werden nämlich nicht die letzten gewesen sein, die wir hier hatten. Garantiert nicht. Gegen Ende von Alan Wake 1 weiß ich auch noch grob, dass die Gegnermassen mehr wurden. Aber jetzt auch nicht so viel Abwechslung. Also, ich muss sagen, die Gegner waren halt auch mehr so Mittel zum Zweck, beziehungsweise die Kämpfe ebenfalls. Auch, dass es eher nicht so war, dass es besondere Arten von Gegnern gab, hier und da vielleicht mal, aber im Großen und Ganzen waren es halt einfach Leute, die ein bisschen mit, weiß nicht, so Dunkelheit überzogen waren und das war es dann halt auch schon. Keine Ahnung, ob hier noch irgendwas ist. Das ist ja optional. Achso, da kann ich nicht hoch. Okay. Also ist der Weg, den ich gegangen bin, ja auch schon richtig. Okay. Aber wir sind jetzt schon bei 34 Minuten, deswegen entlasse ich euch mit dieser Sicht des Sonnenuntergangs und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder zu einer neuen Episode von Alan Wake 2, wenn ihr mögt und falls ihr auch unter anderem noch mögt, lasst doch gerne ein Däumchen und ein Abo bei mir da, dann bleibt ihr mir auf den Laufenden mit dem Abo, wenn was Neues bei mir auf dem Kanal passiert und ansonsten wünsche ich euch noch was und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Alan Wake 2.